Das hier ist Patrick, der Carnotaurus. Dieser hat schon eine Folge überlebt, deswegen sind wir vollständig ausgewachsen. Ich will allerdings gerade nicht schreien, weil ich trinken muss. Ganz, ganz dringend. Und deswegen will ich jetzt möglichst unauffällig schnell hier was trinken gehen. Und danach kann ich euch dann auch euren Schrei geben, den ich normalerweise immer zur Begrüßung mache. Wir gehen jetzt erstmal hier in den Wald und trinken dort ein bisschen was. Ich hoffe einfach mal, dass hier kein großes Croc ist. Das wäre natürlich bitter. Trinken ist jedes Mal so unfassbar gruselig. Ich hasse das. Das kann dann halt wirklich innerhalb von einer Millisekunde gefühlt vorbei sein. Aber wir hatten Glück. Und jetzt bekommt ihr auch euren Schrei. Jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Wir gehen jetzt aber wieder ab auf die Wiese und machen uns auf die Suche nach Beute. Weil ich weiß halt, wie schnell der wieder am Verhungern ist. Deswegen sollten wir jetzt, wo wir noch ein bisschen was im Magen haben, direkt auf die Suche gehen, bevor wir wieder Probleme haben. Oh, da vorne läuft was. Ich glaube, der geht gerade was trinken. Sah zumindest so aus von der Laufrichtung. Ich werde gleich mal gucken am Ufer. Ja, da ist er. Weiß nicht, wie groß der ist. Ich muss den einmal von der Seite sehen. Meint ihr, der sieht mich? Der hat mich auf jeden Fall gehört. Der hat aufgehört zu trinken. Ach, ich glaube, das ist zu gefährlich. Der ist, glaube ich, zu groß. Komm, den erschrecken wir jetzt mal. Da ist sogar ein kleiner Kano bei. Ich habe die ganz schön erschreckt, glaube ich. Ah, ich habe aber keine Lust auf Mixpacking, sage ich euch ehrlich. Hat sich auf jeden Fall in die Hose gemacht. Aber da war ja noch ein Baumstamm zwischen. Kenny, Idiot. Jetzt müsste ich ihn eigentlich töten. Na, wir gehen Richtung Sumpf. Ich habe echt keine Lust, gegen Stegos zu kämpfen. Vor allem nicht, wenn die noch einen anderen Kano dabei haben. Ich bin jetzt wieder in den Sumpf gegangen. Wobei ich den Sumpf sehr, sehr schön finde und interessant finde. Aber meistens ist hier nicht viel los. Und das könnte auch wieder ein Fehler sein. Weil so viel Futter haben wir nicht. Und wenn jetzt hier auch keine Tierchen sind, also so Wildschweine und sowas, könnte das echt problematisch werden. Aber ich mag es halt echt gerne, in solche Gebiete zu gehen, wo nicht ganz so viel los ist. Weil wenn man da mal auf etwas trifft, dann ist es auch meistens ein 1 gegen 1 oder sowas. Und das finde ich immer spannender, als wenn sich dann so viele Leute einmischen. Hier vorne liegt auf jeden Fall schon mal eine Leiche. Die ist aber leider verrottet. Na, schade. War, glaube ich, aber auch ein Kano. Oder ein Cerato oder so, ich weiß nicht. Aber ist halt für uns leider uninteressant. Ist schon zu lange her. Darf halt nicht meine ganze Stamina verbrauchen, aber ich bin immer so ein bisschen ungeduldig. Weil das Gehen, das dauert immer so lange. Deswegen will ich immer die ganze Zeit sprinten. Also hier sind auch oft Tenos, die trinken dann auch gerne hier, fressen da vorne und die gehen auch da vorne auf die Wiese, also in die Richtung. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal auf diese Wiese gehen und hoffe, dass dort Pflanzenfresser sind. Ich bin so hungrig schon wieder. Aber da vorne zu dem Felsen wollte ich noch einmal hingehen, weil da sind halt öfter Pflanzenfresser. Ansonsten bin ich schon wieder ein bisschen in der Bredouille, weil ich habe auch keine Schweine gesehen. Nichts gehört, keinen einzigen Schrei. Sieht halt nicht gut aus. Also es ist halt immer jedes Mal undankbar, als Fleischfresser in solche Gebiete zu gehen. Echt schade.
Ist halt schön, mal so ein bisschen auch Gebiete zu sehen, wo man nicht immer ist. Aber irgendwie falle ich damit jedes Mal auf die Schnauze. Hab dann jedes Mal Struggle, muss wieder zurückrennen zum Center oder Süden oder Nordwesten oder so. So da, wo halt viel los ist. Und da muss ich dort wieder schnell essen. Na, ich will jetzt den Teufel mal noch nicht an die Wand malen. Irgendwas muss ja hier sein. Hier sind ja auch riesige Wiesen, also eigentlich müssten doch hier auch irgendwelche anderen Tiere sein, solche AI-Tiere. Das verstehe ich halt auch nicht. Ich renne jetzt erstmal eben hier hoch. Dann checken wir das Ganze mal aus. Vielleicht haben wir Glück und da liegen irgendwas auf dem Felsen oder so, was wir snacken können. Ah, hier ist tote Hose. Alles umsonst. So ein Mist. Und jetzt haben wir wieder ein Problem. Jetzt sind wir nämlich sehr hungrig und sind halt hier in so einem Gebiet, wo nichts ist. Wir werden vermutlich jetzt auch gar nichts riechen. Mal schauen. Ne, hier ist 0,0. Ja, seht ihr, jetzt können wir einfach wieder zurückrennen. Sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, auf der neuen Map wird es echt besser mit der Verteilung der Leute. Da, ein Reh. Oh, perfekt, immerhin. Ist auch nur ein kleiner Haps, aber besser als nicht. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist sogar was für die Diät. Aber das werden wir halt nicht mal ansatzweise vollkriegen wahrscheinlich. Das hat halt fast nichts gebracht. Aber es hilft. Ich will mich nicht beklagen. Wenn wir noch so ein paar mehr Rehe oder sowas finden auf dem Weg, dann ist ja alles wieder gut. Dann war es gar nicht so schlimm. Überquere mal hier schnell den Fluss. Dann schnell was trinken. Halt auch noch nichts an Food, das gibt's doch nicht. Gleich ist der Magen rot. Aber hier müssten wir eigentlich was finden auf der Wiese, also irgendwelches Getier, AI-Getier. Aber ich höre auch gar keinen Schrei. Ich habe das Gefühl, hier ist einfach nichts los. Aber der Server war eigentlich ziemlich voll. Da ist ein Wildschwein. Oh Gott sei Dank. Perfektes Timing. Wir haben kaum Schaden bekommen, also ist alles gut. Und jetzt sind wir halt wieder auch in einem Gebiet, wo mehr los ist. Na, viel hilft das auch nicht. Jetzt auch hier nochmal riechen. Mal gucken, ob wir hier mal wieder was angezeigt kriegen, da oben. Ansonsten müssen wir halt weiter Richtung Norden gehen. Nützt ja nichts. Ey, selbst hier ist nichts. Das gibt es doch gar nicht. Hier spawnen doch voll viele Leute immer. Dann diesen Doppelfelsen. Aber ich rieche hier gar nichts. Das ist wirklich verflucht. Dann müssen wir jetzt weiter Richtung Center. Aber dann müssten doch hier überall AI-Tiere eigentlich sein. Weil die halt niemand getötet hat. Hätte ich jetzt gedacht. Aber die sind hier halt auch nicht zu finden. Weiß nicht, was da los ist. Ist einfach komplett tote Hose. Da läuft was. Weiß nicht, was das ist, aber wir holen uns das. Springt wahrscheinlich gleich die Klippe runter, wenn wir da oben sind. Es ist halt wirklich, oder? Ne, da läuft's. Aber jetzt springt's. Oh, shit. Wir kriegen halt jetzt schon gut Schaden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht können wir uns mit den anderen Kanus gleich anfreunden, das wäre cool. Ich kann auch hier nochmal eben gucken, ob das hier noch liegt, die Leiche. Die ist echt hier. Das ist gut. Dann haben wir noch wieder ein bisschen Zeit.
Er wollte nur einen Haps. Was will man machen? Aber ich glaube, ich werde jetzt an dieser Stelle nicht rüberschwimmen. Ich werde nochmal hier gucken auf der Wiese. Oder? Ich weiß es auch nicht. Ne, ich werde nochmal ein Stück weiter rennen. Ja, unsere Diät ist jetzt auch weg. Ah, das ist alles eine Katastrophe. Wir müssen jetzt aber hier rüber. Das nützt nichts. Wird schon gut gehen. Ist halt sehr gefährlich hier. Und jetzt direkt weiter rennen. Brauchen dringend Food. Oh, das ist ein kleiner Frosch. Meint ihr, der bringt was? Zumindest stoppt das ganz kurz. Den roten Magen wahrscheinlich. Nee, es hat gar nichts gebracht. Es hat nicht mal den roten Magen gestoppt. Oh, Time Waste. Das gibt's ja nicht. Aber das haben wir jetzt auch dazu gelernt. Bei großen Fleischfressern scheint das nicht zu helfen. Aber hier ist unsere Rettung. Meine Güte. Das war wichtig. Davon brauchen wir jetzt mehr. Hier haben wir noch ein Chicken. Das nehmen wir auch mit. Nur Knochen. Damn. Aber da ist was. Oh, Gott sei Dank. Da haben wir einen Raptor erwischt. Oder irgendwie sowas. Ich glaube, es war ein Raptor. Es ist mir aber auch gerade egal. Das hilft. Aber nichts für unsere Diät. Aber ist egal. Bisschen was im Magen füllen. Ess das auf jeden Fall jetzt auf. So. Perfekt. Jetzt sind es wieder bessere Voraussetzungen. Auch wenn die Diät halt nicht aufgefüllt ist. Aber das macht rein gar nichts. Ich kann jetzt ja mal eben gucken, ob das ein Raptor gewesen sein könnte. Ne, dann hätten wir Diät bekommen. Dann habe ich keine Ahnung, was ich da gerade gekillt habe. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich hätte ja Spastiken, wenn es ein Kano gewesen wäre. Was ist denn das da vorne für ein kleiner Snack? Nehmen wir den jetzt mit? Was ist denn das? Ich wollte halt kein Kano töten, deswegen habe ich nicht direkt reingebissen. Das ist aber, glaube ich, ein Pachy oder so, ne? Keine Ahnung. Oder was ist das? Ich kann das immer nicht erkennen. Das ist ganz schlimm. Na, ist aber eine Diät. Scheint gut zu sein. Ein Cera? Oder was ist das? Ich glaube ja. Ich werde es mal versuchen. Weg damit. Oh, ein Stückchen habe ich mir mitgenommen. Ja, der wird es jetzt halt verhindern, dass ich es fresse.
Und Hipsi hat mich angespeit. Aber ich glaube, ich habe was im Mund. Ich habe noch irgendwie, glaube ich, den anderen kleinen Mini-Zera mitgenommen. Ich kann leider die Vision gerade nicht clearen. Na, ziemlich ätzend. Du kleines Vieh, du. Fieses Ding. Ja, ich verschwende jetzt nicht meine Ausdauer. Ah, mein Mageninhalt wurde jetzt auch wieder angebissen von dem Zera. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den gefressen habe. Ich glaube nicht. Ah, hier liegt noch hier vorne, glaube ich. Essen wir den mal schnell. Wir werden bestimmt gleich wieder angespeit von den Hypsi. Na guck mal, jetzt ist aber alles wieder gut. Aber wir haben jetzt wirklich plus minus null gemacht. Der Stego die Leiche verteidigt. Willst du machen? Hier seht ihr jetzt mal das Problem, was wir haben. Alles geht runter, alle unsere Werte. Das heißt, wir müssen hier wegwandern und irgendwas für unsere Diät finden. Am besten mehrere Wildschweine oder so. Ich glaube, ansonsten wird das schwierig. Weil vielleicht ein Tenor oder sowas. Oder ein Raptor geht auch, ein größerer. Irgendwas, was halt so ein Kästchen auffüllt. Oh Gott, ich vergesse es jedes Mal. Aber wir leben. Aber die Haxen sind durch. So, das Ganze ist verheilt. Und dann rennen wir mal weiter. Die Werte gehen halt gerade immer und immer mehr in den Keller. Also kämpfen will ich halt gerade nicht. Davon brauchen wir halt jetzt mehrere. Ich kann nicht beißen. Oh Gottchen. Jetzt kann ich beißen. Ich hatte einen Bug. Ja, jetzt bluten wir natürlich. Aber ist nicht schlimm. Wenigstens habe ich es an einem Wildschwein gemerkt, dass ich nicht beißen kann und nicht bei irgendeinem anderen Dino, der sich wehren kann. Das ist ja schon mal ganz gut. Wenn wir davon jetzt noch zwei weitere finden, haben wir die Diät voll. Dann sind wir wieder good to go. Boah, guckt euch diese Werte an. Sie gehen so hart in den Keller. Ich weiß auch gar nicht, wie weit es geht, aber das ist eine Katastrophe. Alles minus 16% ist schon heftig. Sogar die Stamina geht halt schneller weg dadurch. Ja, keine Diät zu haben, ist krass. Aber hier ist halt auch einfach nichts. Da ist Wildschwein Nummer 2. Sehr gut. War sogar schon tot. Hoffen wir mal, dass da noch was dran ist. Es kann ja jetzt gut sein, dass hier schon wer von gefressen hat. Da war nichts mehr dran. Das habe ich mir schon gedacht. Also doch nicht Wildschwein Nummer 2. War nur ein Hoffnungs-Fake-Schwein. Es ist soweit, Leute. Wir haben die Maximum-Negativwerte erreicht. Guckt euch das an. Überall minus 25%. Beziehungsweise Plus ist bei den Negativsachen. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Wildschwein. Besser. Und auch ein anderer Kano. Vielleicht können wir uns anfreunden. Aber ich werde erstmal jetzt essen. Bevor wir uns anfreunden. Weil wir, sobald wir uns anfreunden, müssen wir halt auch noch teilen. Ich hoffe jetzt einfach mal darauf, dass ich hier noch ein anderes Wildschwein schnell finde. Die Punkte sind nämlich fast voll. Ein Wildschwein jetzt noch. Dann haben wir es. Irgendwo ist doch hier eins. Da ist es. Oh Gott sei Dank. Bitte mach die Punkte voll. Dann haben wir's. Dann sind wir wieder gut am Start. Dann haben wir die ganzen Debuffs nämlich wieder weg. Der Magen ist zwar dann immer noch nicht voll, aber wenn die Debuffs schon mal weg sind und wir ein bisschen Ruhe haben, was die Diäten angeht, das ist schon mal die halbe Miete. Weil dann können wir auch wieder länger sprinten und das schneller regenerieren und so. Ah,
perfekt. Sehr, sehr schön. Ja, so einen Frosch jage ich jetzt nicht nochmal hinterher. Aber wir sind jetzt wieder am Start. Ruhe mich nochmal kurz aus. Und jetzt seht ihr alle Debuffs weg. Oh Gott sei Dank. Wir sind auch noch wieder relativ hoch im Leben. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur schnell Nahrung finden, dass der Magen wieder voller ist. Das holen wir uns auch noch natürlich. Aber wie viele Tiere jetzt wieder unterwegs sind. Das ist übrigens der nächste Tag, wo ich das aufnehme. Also keine Ahnung, was da los war. Da waren einfach gar keine Tierchen gestern. Na gut, aber jetzt bin ich ja wieder am Start. Der Große ist auch hier. Ich hoffe, der ist friedlich. Na, ja, scheint so. Dann haben wir jetzt eine Familie. Sehr schön. Made Food. Ich weiß nicht, ob der was braucht. Aber einfach, dass wir gut gestimmt sind. Es ist süß, eine Familie zu haben. Und dass wir auch einen Kleinen dabei haben, finde ich auch ganz cool. Kind? Dürfte noch eine andere Diät sein. Oder ich glaube, da vorne ist noch ein Kanu. Aber ein kleiner. Oh, da unten ist ein Croc. Ich würde das nicht machen, Ahmad. Sag ich dir ehrlich. Hier sind richtig viele Crocs. Okay, er rennt hin. Versucht den Weg abzuschneiden. Mist, es hat nicht geklappt. Unlucky. Da oben kommen wir halt nicht hin. Aber hier ist S. Da will ich auch was von haben. Um den Magen zu füllen. Oh, kann der den beißen vielleicht?
kommen da auch kleine. Schaffst es. Schwimmen, kleiner Kano. Gut gemacht. Oh. Ups. Ich habe, glaube ich, gerade einen kleinen Kano getötet. Ich hätte ihn gar nicht gesehen. Schwund ist immer. Kollateralschaden. Aber wo stand der denn? Der muss ja in dem Croc quasi gewesen sein, oder? Ich will eigentlich das Croc weghauen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich wollte es halt testen. Hi, hier ist mal kurz Dandy aus dem Schnitt. Mir ist gerade bei der Szene im Schnitt aufgefallen, dass der kleine Kano von dem anderen mittelgroßen Kano in meinen Mund gekickt wurde. Also total absurd, die Szene. Und dadurch wurde halt das Krokodil verschont. Leider hat sich nach dieser Szene auch meine Kano-Taurus-Familie aufgelöst. Einer hat sich ausgeloggt, der andere ist AFK gegangen. Und dann war ich am nächsten Morgen wieder auf mich allein gestellt. Da unten sind zwei Raptoren. Und versuchen, da hinzukommen. Auf jeden Fall jetzt eine schöne Beute. Versuchen wir einen Angriff. Gehen wir da vorne in das Schlammloch. Hier zoomen wir uns mal. Und jetzt warten wir. Mal gucken, ob die kommen. Machen wir mal einen schönen Action-Kampf im Schlammloch. Ich hoffe, das wird kein Mixpack-Kampf mal wieder, dass da irgendwas anderes kommt noch. Das hat man leider sehr, sehr oft auf diesen No-Rule-Servern. Und das ist, glaube ich, so echt das Ätzendste. Wenn man so einen coolen Fight will und dann kommt wieder das Mixpack aus allem gemischt. Ah, sie kommen. Sehr gut. Da habe ich jetzt auch gerade Bock drauf. Dann komm. Kommen wahrscheinlich gleich noch mehr. Mal sehen, was das für ein Kampf wird. Ich bin sehr gespannt. Na komm her, trau dich.
Reck mal eben meine Ausdauer in der Zeit, du. Ja, spring. Jetzt wollen sie friendly? Nee, doch nicht. Das ist ja alles interessant. Wo sind die anderen Raptoren? Ich dachte, ich werde jetzt hier mal umzingelt von 8 Stück oder so. Ihr traut euch. Er springt über mich. Ich muss die eigentlich dann so lenken, dass die ins Schlammloch fallen. Oha. Leben am Limit. Okay, diese Animation ist doof, aber jetzt hielt mein Blatt, glaube ich, wieder. Ah, ich hab's nicht hingekriegt. Also Mist. Der Rote ist, glaube ich, der Anführer. Der ist am aggressivsten. Und wieder in mein Loch. Ich glaube, ich habe einen erwischt. Schade. Hey. Macht man aber nicht. Einmal suhlen. Und die Blutung. Jetzt warten wir wieder ein bisschen. Oh nein, da kommt Stego. Okay, wir müssen gehen. Schade, schade. Coole Kampf wurde unterbrochen. Sehr, sehr sad. Ich hätte gerne noch weiter gekämpft. Wir schwimmen jetzt hier rüber. Und an dieser Stelle soll es das dann jetzt auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr noch eine weitere Folge von dem Kano Patrick sehen wollt, dann schreibt einmal Hashtag Kano in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr auch einen dieser Dinosaurier in die Kommentare schreiben, falls ihr einen davon als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.